Ich darf Sie herzlich begrüßen zur 42. Folge meiner Augsburg-Geschichten. Und in der geht es dieses Mal um eine Dame, die zu ihrer Zeit ungeheure Schlagzeilen gemacht hat, würde man heute sagen. Und da fangen wir mal in der Städtenchronik unter dem Jahr 1503 an. Da berichtet Paul von Stetten: Um diese Zeit fingen die Augsburger an, ihre Haare, welche sie vor Hero nach ihrer natürlichen Länge über ihre Schultern herabhangen lassen, ganz kurz abzuschneiden. Und im darauffolgenden Absatz berichtet er von einem Skandal, der sich damals bis in die höchsten Kreise auswirkte. So spielete auch damalen eine Weibsperson namens Lamettinin, welche vor eine Heilige angesehen sein wollen und vorgegeben, als wann sie ohne Essen und Trinken leben, auch künftige Dinge sagen könnte, ihre Betrügereien dergestalt, dass sie von Hohen und Niedern in besonderen Ehren gehalten und öfters besuchet worden. Nach einiger Zeit aber wurden ihre Schelmenstücke entdecket und sie auf Kaiser Maximilians Befehl aus der Stadt geschaffet. Soweit die Städtensche Chronik. Um was ging es? Wer war also besagte Dame, die quer durch die Bevölkerung von Hohen und Niedern verehrt wurde, bis sie aufflog? Um das Jahr 1480 kommt sie als Tochter einer einfachen Handwerkerfamilie im Elternhaus in der Heiligkreuzstraße auf die Welt. Die Heiligkreuzstraße, ich habe mit einem grünen Pfeil markiert, wo wahrscheinlich das Elternhaus war. Eins dieser kleinen Häuschen Richtung linker Torstraße. Bereits im Teenageralter macht sie wegen ihres lockeren Lebenswandels auf unrühmliche Weise von sich reden. Wegen Kuppelei und anderen Bübereien wird sie 1495 an den Pranger gestellt, mit Ruten gezüchtigt und schließlich auch noch der Stadt verwiesen. 1497 kann sie in die Stadt zurückkehren, wo sie im Hirnschen Seelhaus beim Karmelitenkloster St. Anna unterkommen kann. Und diese klerikale Umgebung muss gehörigen Eindruck auf sie gemacht haben. Hier, keine Ahnung, ob das noch die originale Bausubstanz ist. Ich habe es wieder mit einem grünen Pfeil markiert. Ist das ehemalige Hirnsche Seelhaus in der Annastraße. Hier habe ich es noch ein bisschen besser, neuzeitlicher, obwohl ich die Aufnahmen 2008 gemacht habe. Und hier unten noch ein bisschen mehr von der Nähe. Bald tritt sie nur noch in einem schwarzen Büßerhemd auf, berichtet von göttlichen Offenbarungen und gibt an, seit 1498 außer geweihten Hostien keine Nahrung mehr zu sich zu nehmen. Schnell macht ihr Ruf in der Stadt seine Runde und sie findet in dieser wundergläubigen Zeit immer mehr Anhänger, deren Anliegen durch ein Gebet der Hungerheiligen an höchster Stelle erhört wird angeblich und Wünsche sollen auf diese Weise auch in Erfüllung gehen. Man sieht sie oft in stiller Ansacht versunken in der Annakirche und bald sind es nicht nur die einfachen Leute, die sich vertrauensvoll an sie wenden. 1502, hier nochmal das Bild, wird sie von Hans Burgmeier porträtiert. Das Bild hängt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Das tun wir ein bisschen hier auf die Seite. Anna Laminit orakelt, dass die Stadt untergehen werde, wenn fromme Leute sie nicht durch ihr Gebet bewahren. Und so initiiert sie 1503 eine große Bußprozession, an der sogar Bianca Maria Sforza teilnimmt, die zweite Ehefrau von Kaiser Maximilian.
Anna Laminit wird zur Berühmtheit und von ihren Anhängern dankbar mit Geschenken überhäuft. Kurz nachdem 1507 die Heiligkreuzkirche errichtet worden war, zieht Anna Laminit in ein nahegelegenes Haus, vermutlich das Haus der Eltern. Unweit davon hat auch Kaiser Maximilian sein Privathaus und macht Bekanntschaft mit der Hungerheiligen. Auch der Kaiser scheint beeindruckt gewesen zu sein und veranlasst 1508, dass der Jungfrauen so nichts ist und ihrer Magd schwarzes Tuch für deren Kleidung überreicht wird. Hier haben wir Kaiser Maximilian in einer späteren Zeichnung von Albrecht Dürer. Ganz so jungfräulich scheint der Lebenswandel der Anna Laminit allerdings nicht gewesen zu sein, da sich zwischen Anton Welser, 1451 geboren, 1503 steigt er in den portugiesischen Pfefferhandel ein, daher wohl der Begriff Pfeffersack, und Anna Laminit ein Verhältnis entwickelt, aus dem sogar ein Sohn hervorgeht, für den Anton Welser jährlich 30 Gulden Alimente bezahlt. Der Reichstag 1510 beschert ihr weiteren Zulauf. Christina von Berlin berichtet in einem Aufsatz von Besucherscharen, die sie entweder zu Hause oder in der Heiligkreuzkirche aufsuchten und sie immer wieder mit Geschenken bedachten, sodass auch das Vermögen der Anna Laminit wuchs, wohl auf 1500 bis 1600 Gulden. Auch, jetzt haben wir das wieder, auch Hans Holbein der Ältere fertigt eine Porträtzeichnung von Anna Laminit an. Längst war die Hungerheilige weit über die Grenzen der Freien Reichsstadt hinaus bekannt und so wurde auch 1511 Martin Luther oder Martin Luther suchte sie auf und die verwitwete bayerische Herzogin Kunigunde, eine Schwester von Kaiser Maximilian, lädt Anna Laminit 1512 nach München ein. Aber Kunigunde war weniger wundergläubig als vielmehr ziemlich skeptisch. Und so lässt sie das Gästezimmer, in dem Anna Laminit untergebracht ist, mit Gucklöchern präparieren und es kommt, wie es kommen musste. Kaum hat sich die Heilige in ihr Zimmer zurückgezogen, packt sie zwei heimlich mitgebrachte Säckchen mit Gebäck und Obst aus und beginnt zu essen. Die Betrügerin ist entlarvt und Kunigunde fordert eine Bestrafung der Betrügerin. Mit einem Dekret verfügt Kaiser Maximilian am 30. Januar 1514, dass sich Anna Laminit künftig weder ihm noch der Reichsstadt näher als eine Tagesreise entfernt nähern darf. Auf Vermittlung von Anton Welser, dem Liebhaber, kann sie zuerst in einem Kloster in Kempten unterkommen, wird dort aber schnell wegen weiterer Betrügereien des Hauses verwiesen. Dann zieht sie weiter nach Kaufbeuren, wo sie einen verwitweten Armbrustmacher heiratet und mit ihm nach Freiburg zieht. In der Zwischenzeit war der Sohn, den sie mit Anton Welser hatte, gestorben, was dem Vater aber nicht mitgeteilt wurde und somit hat er fleißig weiter seine Alimente bezahlt. Als Anton Welser seinen unehelichen Sohn nach Augsburg holen möchte, schickt Anna Laminit ihm den verwaisten Sohn eines Säcklers oder einen Sohn ihres Mannes aus dessen erster Ehe. Da gibt es unterschiedliche Informationen. Aber sie ahnen es, auch dieser Schwindel fliegt bald auf. Zudem wird sie der Hexerei verdächtigt, wodurch es in Freiburg zu einer Anklage kommt, in deren Verlauf weitere Betrügereien aufgedeckt werden. Es kommt zum Beispiel raus, dass sie eine ganze Reihe von unehelichen Kindern hat. So unzweifelhaft es sich bei Anna Laminit um eine gewiefte Betrügerin gehandelt hat,
So fragwürdig sind heute natürlich Geständnisse, die sie unter Folter gemacht hat, wie auch die Verurteilung wegen Hexerei. Ein erstes Urteil, das auf den Tod durch den Scheiterhaufen lautet, wird schließlich in ein damals als humaner empfundenes Ertränken abgemildert und am 15. Mai 1518 vollstreckt. Die Prozessakten wurden nach Augsburg geschickt und sollten vor dem Rat verlesen werden, waren aber plötzlich verschwunden. Womöglich hat der damalige Ratsschreiber Dr. Konrad Peutinger, ein Schwiegersohn von Anton Welser, die Akten verschwinden lassen, um das Verlesen von Aussagen der Anna Lamine zu verhindern, was für eine ganze Reihe namhafter Augsburger, nicht nur Anton Welser, womöglich ziemlich peinlich geworden wäre. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Liken Sie mich, abonnieren Sie mich, beziehungsweise meinen Kanal natürlich, und empfehlen Sie mich weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.